liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kundinnen und Kunden und liebe Lieferantenpartner. Ein wirklich erfolgreiches Jahr mit spannenden Themen liegt nun schon fast wieder hinter uns. Wir haben unfassbar viel erlebt und getan. Wir haben eine neue Markenkampagne inszeniert für unsere Marke Monochrom. Sie hat in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert und erstrahlt nun in einem wirklich schicken neuen Erscheinungsbild. Und die Aussage, so sieht Premium aus, hat nie mehr Geltung gehabt als jetzt. Aber auch unsere Marken autoservice.com wie auch Master Oil haben sich super im zurückliegenden Jahr weiterentwickelt und wir dürfen hier mit Stolz drauf zurückblicken. Unseren Auszubildenden haben wir im Rahmen der WM Family Kampagne auf unseren Messen ein ganz besonderes Erscheinungsbild gegeben, über das ich mich wirklich freue. Wir sind wieder mit unserer WM-Akademie unterwegs gewesen. Auch hier haben wir eine tolle Weiterentwicklung genommen und haben tollen Lernstoff vermittelt für Verkaufshausleiter und für Außendienstmitarbeiter. Mit dem Kauf der MTS-Gruppe ist uns eine ganz besondere Akquisition gelungen. Wir investieren hier in unsere Zukunft mit E-Bikes und mit ganz neuen Produkten. Wir sind zum besten Teilehändler 2022 sowie zur besten Marke im Bereich des Nutzfahrzeugteile-Großhandels gewählt worden. Neben unseren erfolgreichen WM-Werkstattmessen in Stuttgart, München, Berlin und Dortmund waren wir in diesem Jahr sogar in Wien und in Amsterdam mit zusätzlichen Messen unterwegs. Und ja, unsere AIDA Tour 2022 liegt nun schon einige Monate zurück, aber es war sicherlich ein Highlight dieses Jahres. Wir haben auch in diesem Jahr mit Ihrer Unterstützung wieder ganz vieles mit großem Erfolg vorangetrieben. Wir blicken motiviert und voller Zuversicht als Unternehmensgruppe in die Zukunft. Zum Ende des Jahres hatten wir aber noch ein ganz besonderes Versprechen einzulösen. Nämlich für jeden Passagier auf unserer zurückliegenden AIDA-Reise einen Baum zu pflanzen. Im Rahmen dieses Projektes pflanzen wir über 10.000 Bäume an einem Hang, der durch Sturmschäden geschädigt war. Und für uns ist das wirklich ein besonderes Herzensprojekt. Und ich bin sehr gespannt, wie sich dieser neue Wald in den nächsten Jahren entwickeln wird. An dieser Stelle möchte ich noch einmal Danke sagen. Im Namen der WMSE und meiner Vorstandskollegen an alle Kundinnen und Kunden für die tolle Zusammenarbeit, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die große Unterstützung und an alle Lieferantenpartner, ohne die das eine oder andere Projekt erst gar nicht möglich gewesen wäre. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit, ein schönes Fest und vor allem einen guten Rutsch in das neue Jahr. Und ich freue mich schon jetzt auf viele neue Projekte mit Ihnen. Ihr Frank Schröder.